Sie sind keine Theatertruppe wie jede andere. Um 16.30 Uhr Vorstellung in Cavani. Habt ihr Bock oder nicht? Sie sind auf Tournee in Mayotte. Rollt es mal aus, damit man es sieht. Wenn die Zuschauer da sitzen, geht das. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Danke, dass Sie gekommen sind. Dies ist die Geschichte einer Begegnung von professionellen Clowns. Okay, seid ihr alle bereit? Mit Straßenkindern ohne Aufenthaltserlaubnis, die sich nach einer Bühne sehnen. Gemeinsam haben sie diese Show erarbeitet. Sie ist das Ergebnis eines ungewöhnlichen humanitären Projekts des Vereins Clowns ohne Grenzen. Paris, der Tag der Abreise. In ein paar Stunden fliegt ein Team von Clowns ohne Grenzen nach Mayotte. In der Zentrale regelt Severine Rouvel die letzten Details. Sie betreut die Mission logistisch. 75 Cent pro Fahrgast ohne Fahrer. Sie fliegen zu dritt nach Mayotte. Hallo, wir sind's. Severine, für die es der erste Einsatz ist, sowie Margot McLaughlin und Emmanuel Bon. Künstler, die seit Jahren ehrenamtlich für den Verein arbeiten. Lasst uns erst überlegen, was wir mitnehmen, und dann kriegt jeder einen Behälter. Passt das für euch? Ja. Also, wir haben das, 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 das und das. Der Verein hat ein simples Prinzip. Ehrenamtliche Künstler reisen in die ärmsten Ecken der Welt, um in Workshops zu unterrichten. Sie bringen den Kindern Theaterarbeit bei, um sie von ihrem schwierigen Alltag abzulenken. In Mayotte wollen die drei mit Jugendlichen aus den Slums ein Theaterstück aufführen. Sie bereiten sich seit Monaten auf dieses Projekt vor. Ich bin hin und her gerissen zwischen Begeisterung und Aufregung. Alles zusammen. Aber das ist okay. Ich glaube, ich bin super gut vorbereitet. Es wird schon klappen. Klar wird das klappen. Sehr viele Jugendliche sind auf der Straße oder in Slums ganz auf sich selbst gestellt und perspektivlos. Sie gehen nicht zur Schule. Im Vorfeld muss alles perfekt geplant sein, weil sicher viel Unvorhergesehenes passiert. Sind wir soweit, Mädels? Ich glaube, ja. Zum allerersten Mal fliegt ein Team von Clowns ohne Grenzen nach Mayotte. Tschüss, viel Erfolg. Ja, danke. Wir passen auf Sie auf. Danke, passt gegenseitig auf euch auf. Wir fahren dann mal. Normalerweise treten die Künstlerinnen als Krankenhausclowns vor Kindern in Paris auf. So helfen sie auf ihre Weise. Für sie ist das eine perfekte Mischung aus Bühne und sozialer Arbeit. Es geht schon irgendwie darum, die Welt ein Stück besser zu machen. Sie ist nämlich nicht so, wie wir sie gerne hätten. Wir können nur wenig tun, aber das Wenige, was wir tun können, ist trotzdem wichtig. Mir gibt das ein gutes Gefühl. Clowns ohne Grenzen ist weltweit aktiv. In Afrika, im Nahen Osten, in Asien. Diesmal aber in Frankreich, im Überseedepartement am anderen Ende der Welt. Verehrte Gäste, es ist 8.50 Uhr Ortszeit. Willkommen in Mayotte. Mayotte wurde im 19. Jahrhundert kolonisiert und ist seit 2011 ein französisches Departement. Mit großen Nöten. Es ist das ärmste Departement Frankreichs.
Tausende Kinder leben in riesigen Slums, wo es an allem fehlt. Die meisten mussten die Schule abbrechen. Und Clowns ohne Grenzen will ihnen helfen. Tamu ist Erzieherin in diesen Slums. Ihre Aufgabe ist es, die Kinder wieder für die Schule fit zu machen und auf sie aufzupassen. Die meisten Slumbewohner sind Einwanderer von den Nachbarinseln, den Komoren. Sie kamen auf der Suche nach einem besseren Leben nach Mayotte, landeten aber im Elend. Hallo, wie geht's? Gut, und Ihnen? Na, sowas. Na, hast du nicht ein paar Termine verpasst? Wir gehen regelmäßig durch dieses Viertel. Viele Leute hier kennen mich. Vor allem diese Dame hier. Ich begleite die Einschulung ihres Sohnes. Unsere Hauptaufgabe ist der Jugendschutz, würde ich sagen. Baby, na du? Die Hälfte der Einwohner von Mayotte lebt in solchen armen Vierteln. Über 100.000 Menschen. Überall hier, wohin man auch schaut, sieht man nur Wellblechhütten. Ihr Alltag ist hart. Die meisten dieser Häuser haben keinen Strom und kein Wasser. Die Familien sind illegal hier und können sich nicht frei bewegen. Oft wissen sie nicht, wo sie hingehen oder was sie tun können, an welche Behörde sie sich wenden können, um Informationen zu bekommen, um zu wissen, was muss ich tun. Diese Familien haben viele Fragen, die wir zu beantworten versuchen, wenn wir da sind. Clowns ohne Grenzen hat Tamu beauftragt, junge Schulabbrecher für das Projekt auszuwählen. Geht nach Hause, Kinder. Hallo, wie geht's? Gut, danke. Tamu hat die 15-jährige Jau ausgewählt. Jau kam vor ein paar Jahren mit ihrer Familie per Boot hierher. Ihre Mutter floh vor der Armut auf der Nachbarinsel Grand Comore und vor einem gewalttätigen Ehemann. Seitdem geht Jau nicht mehr zur Schule und verbringt den ganzen Tag in dieser Hütte, in der es fast 40 Grad heiß ist. Hier in dem Zimmer schlafen meine beiden Brüder. Das ist mein Zimmer. Schläfst du ganz allein? Nein, mit meiner kleinen Schwester Fatma. Das ist die Toilette, wie ihr seht. Wenn es regnet, kommt das Wasser durch diesen Schlauch hier rein. Dann haben wir Wasser. Aber das funktioniert nur, wenn es regnet. Wenn es nicht regnet, wird es schwierig. Dann müssen wir zum Fluss, zum Wasserhahn oder zur Moschee gehen, um Wasser zu holen. In unserer Kühltruhe ist nicht viel. Nur ein paar Maniokblätter. Aber kein Huhn, kein Fleisch. Es ist nichts da. Wir sind alle traurig, besonders meine Mutter, wenn sie uns hier sieht. Wir gehen nicht zur Schule und sie hat nicht genug Geld, um uns zu versorgen. Sie möchte, dass es uns besser geht, so wie den anderen. Du kannst ihnen alles sagen, was du auf dem Herzen hast, alles, was du fühlst. Es ist schwer, Kinder ohne Geld aufzuziehen. Ich tue mein Bestes, aber ohne Arbeit ist es schwer. Ich habe eine Aufenthaltserlaubnis, aber ich finde keine Arbeit, keine Ausbildung. Ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Die meisten Familien kommen, um ihren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Für die Menschen von den Komoren ist Mayotte ein Eldorado. Erst wenn sie hier ankommen, erkennen sie die Realität. Die meisten Einwohner bleiben zu Hause, aus Angst vor der Grenzpolizei oder den Gangs, die in den Slums ihr Unwesen treiben. Die Erzieher betreuen die Jugendlichen so gut es geht.
Ich werde dich vermissen, Tochter. Ich dich auch. Bis bald. Jao macht sich nun auf den Weg zu Clowns ohne Grenzen. Der Theaterkurs ist fernab der Slums, in diesem Zentrum inmitten der Natur im Süden von Mayotte. Jao, Tamu und die anderen sind anfangs etwas schüchtern. Sie kommen aus verschiedenen Regionen der Insel. Kommt ruhig näher. Ich bin Margot, die künstlerische Leiterin dieses Projekts. Außer mir gibt es noch ein ganzes Team von verrückten Mitverantwortlichen. Es ist toll, dass ihr alle hier seid. Ich bin ein bisschen gerührt. Dass wir uns miteinander wohlfühlen, ist für mich das Wichtigste. Wir sind nicht hier, um euch zu etwas zu zwingen, was ihr nicht wollt, okay? Es geht hier wirklich darum, euch zu entspannen, euch wohlzufühlen, Spaß zu haben, okay? Künstler, Pädagogen und Jugendliche werden 3 Wochen lang zusammenleben. 26 Menschen, die sich zum ersten Mal begegnen. So, Mädels, ich laufe mal hier durch und bringe euch hoch. Wow, ein paar von euch haben wohl Abendkleider im Koffer mitgebracht. So, das ist Zimmer 10. Jede von euch hat ein Bett, alles ist sauber und wir geben euch Bettzeug. Die kennen sich natürlich alle nicht, aber das kommt jetzt nach und nach. Spätestens morgen früh wird sich das alles mischen. Wir hoffen, dass sie am Ende alle befreundet sind. Wir haben eine Zahnbürste bekommen, Duschgel und das hier. Keine Ahnung, wie das heißt. Das ist für die Achseln. Auf jeden Fall vielen Dank. Es gibt hier Bettzeug, gute Betten. Es ist sogar gefliest. Ich finde es richtig toll. Alle Kosten übernimmt der Verein. Alles klar? Geht es euch allen gut? So, bis gleich. Die meisten Jugendlichen sind in den Straßen der Slums oft auf sich selbst gestellt. Einige haben Angehörige verloren, andere leben ohne ihre Eltern. Alle haben es sehr schwer. Die Künstlerinnen wollen ihnen eine Auszeit schenken, um von ihren Problemen zu verschnaufen. Zuerst müssen sie Vertrauen fassen. Jetzt sagt jeder im Kreis mal seinen Vornamen. Sie beginnen mit Kontakt- und Kennenlernspielen. Ziel ist es, ihnen Selbstvertrauen zu geben und die Möglichkeit, sich auszudrücken. Ihr seid toll. Ich habe euch noch nie so schnell gesehen. Das ist super. Geht alle in Position 1. Geht etwas in die Knie. Lasst den Kopf hängen. Lass ihn ruhig mehr hängen. Genau so. Alles wird ganz locker. Übung 5 ist, ich habe mein Kind im Supermarkt verloren. Los, sucht! Das ist sehr wichtig. Sucht es richtig. Das ist dringend, kein Spaß. Sie machen bereitwillig mit und haben Lust, richtig ranzugehen. Natürlich holen wir nicht jeden an derselben Stelle ab. Manche waren sofort voll dabei, andere hatten noch Hemmungen. Es berührt mich sehr zu sehen, wie sehr sie sich alle anstrengen, damit sie es schaffen. Nehmt den ganzen Raum ein. Kayel, Achtung, hinter dir! Neben Theaterunterricht gibt es auch Gesangs- und Tanzworkshops von lokalen Künstlern, die die Organisation engagiert. Nawal und Chris. Eins, einatmen, ausatmen.
Sie haben das Gefühl, dass ihr Leben schon vorbei ist. Dabei ist es gar nicht so. Sie sind jung, sie haben noch alle Zeit der Welt. Das ist genau der Moment, wo man ihnen Kraft und Orientierung geben muss. Im Moment sind wir noch auf der Suche. Wir lernen uns kennen und beschnuppern uns. Aber ich freue mich schon sehr darauf, sie draußen vor Publikum zu sehen. Da wird man sehen, wie sie reagieren. In weniger als einer Woche muss die Aufführung stehen. An diesem Nachmittag erwartete sie ein besonderer Workshop. Alle fragen sich ja, was ist denn ein Clown? Sogar wir stellen uns diese Frage immer noch. Ja, wir fragen uns das immer noch. Nach so vielen Jahren, hat jemand von euch schon einmal Clowns gesehen? Die machen Sachen, die lustig sind. Genau, Sachen, die lustig sind. Es ist aber sehr schwer, lustig zu sein. Wenn es heißt, such den Clown in dir, dann geht es um die Frage, wer bin ich? Was sind meine Schwächen? Welche Eigenschaften an mir kann ich so übertreiben, dass es lustig wird und man damit experimentieren kann? Okay? Wir drehen uns mal um. Probiert das mal mit der roten Nase. Nehmt euch wirklich die Zeit, alle anzusehen. Ich finde, sie haben sich verändert. Die Blicke sind offener, sie sind präsenter. Die Schüchternheit ist auch weg. Sie haben viel Respekt vor uns, vor dem Ort und vor sich selbst. Wenn man das alles hat, ist das Leben für einen selbst schöner. Und das Zusammenleben ist einfacher. Joe und die anderen vergessen allmählich ihren Alltag im Slum. Die Workshops gefallen ihnen sichtlich. Ich hab's geschafft, obwohl ich große Angst davor hatte. Das war jetzt das erste Mal. Wir werden noch Fortschritte machen. Für mich war es schwer. Ich wusste zuerst nicht, wie. Aber Margot und Emmanuel haben es mir gezeigt. Und ich hab's geschafft. Wir studieren keine richtigen Theaterszenen mit Text ein, das nicht. Wir versuchen zu erreichen, dass sie sich austoben, dass sie lebendig werden, dass sie ihre Energie und ihre Emotionen herauslassen. Wenn ich sie so sehe, denke ich, ja, wir haben unsere Mission erreicht. Das ist super. 2023 kamen weltweit über 10.000 Kinder mit ihren Betreuern in den Genuss der Workshops und humanitären Projekte von Clowns ohne Grenzen. Die vor 30 Jahren gegründete Organisation zählt heute auf etwa 50 ehrenamtliche Künstler. So wie Emmanuel und Margot, die durch ihre Reisen und Begegnungen zu Freundinnen wurden. Natürlich ist das in unserer Freundschaft ein weiterer Schritt. So ist das Leben einer Truppe. Eine Truppe isst zusammen und schläft zusammen, weil man am selben Ort probt. Dann stellt man eine Show auf die Beine, geht auf Tournee und ist auch auf der Tournee zusammen. Eigentlich rund um die Uhr. Ich habe heute Abend beim Essen erfahren, dass Chau gerne Schauspielerin werden und Theater spielen möchte. Das ist toll. Ich würde gern hier etwas vorführen, damit die Leute sehen, was ich alles kann. Oh je, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Alles gut, alles gut. Dieses Mädchen hier ist ein echter Sonnenschein. Sie strahlt vom ersten Tag an. Sie will immer allen helfen, sei es im Haushalt oder bei den Mahlzeiten. Sie hilft den anderen, die Übungen zu verstehen. Sie erklärt es ihnen. Sie ist wirklich ein Sonnenschein. Das werde ich mein Leben lang nicht mehr vergessen. Ich danke Ihnen.
Seid ihr alle bereit? Ja, alle sind bereit. Am Morgen wird die Gruppe zum ersten Mal vor richtigem Publikum auftreten. Um das Lampenfieber abzubauen, das langsam aufkommt, nehmen die Erzieher die Jugendlichen mit an den Strand. Wer will baden gehen? Wer noch? Die Insel ist paradiesisch, aber nur wenige von ihnen gehen sonst an den Strand. Die Gefahr auf den Straßen zwingt sie oft, zu Hause zu bleiben. In den Vierteln von Mayotte gibt es manchmal Kämpfe zwischen den Jugendbanden. Aber hier können wir alle Sorgen vergessen. Hier sind alle Freunde. Da drei Viertel der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben, sieht die Kriminalitätsstatistik in Mayotte düster aus. Es gibt viel mehr Diebstähle und Überfälle als in Frankreich. Bandenkriege und mittendrin viele Kinder. Ihr Alltag ist die Angst. Wenn du 14 Jahre alt bist und nicht zur Schule gehst, bleibst du zu Hause. Wenn du ein Junge bist, gerätst du schnell in schlechte Gesellschaft. Es ist schwierig, einen Job zu finden. Hier haben alle ihre Probleme für einen Moment vergessen. Sie lachen, schwimmen, genießen die Ruhe. Das ist schön, sehr schön. Am nächsten Tag wird es spannend. So, wir starten. Sind alle da? Chris? Und wo ist Nafantiu? Die Premiere der Show ist in ein paar Stunden. Wir machen jetzt die Generalprobe vor der Premiere der Show vor richtigem Publikum. Okay? Publik, okay? Ansafdin, der Balletttänzer. Wir könnten die Musik wieder einschalten und ihr tanzt mit Musik raus. Genau. Also ganz am Anfang, der erste Ton von Jaou, der ist nicht laut genug, Liebes. Makin, heute Nachmittag will ich das so hören. Meine Damen und Herren. Ich habe Leute gesehen, die auf den Boden gucken. Ich sage keinen Namen, aber ich schaue ihn an. Ich glaube, da bin ich gemeint.
Langsam wird es spannend für sie, aber auch für uns. Wir versuchen sie zum Tanzen, Singen und Spielen zu animieren, eine Bühnenpräsenz zu haben, Kostüme zu tragen, Bewegungen gemeinsam und synchron zu einem Rhythmus auszuführen. Das ist ein ziemliches Programm. Alles kann passieren, aber das ist ja genau die Magie der darstellenden Kunst. Wenn ich vorne stehe, um zu singen, werde ich eine ganz andere. Ich bin dann nervös und habe Angst. Alle werden mich hören. Ich weiß nicht einmal, wie viele Leute da sein werden. Bestimmt 200. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Weiß jemand, wie spät es ist? 15 Uhr? 15 Uhr? Schon 15 Uhr? Das ist doch nicht möglich. Margot, wenn das Publikum da sitzt, passt es. Mickey, such einen Stuhl für Naval. Makin hat Lampenfieber. Er hat Angst vor dem Publikum. Makin hat Angst. Bist du gestresst, Mohammadi? Verlasst euch auf eure Freunde. Die werden euch wieder in die Spur bringen. Achtet aufeinander. Seid ihr alle bereit? Ich bin von Clowns ohne Grenzen Frankreich. Wir haben gerade einen Workshop mit 15 Jugendlichen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Danke, dass Sie gekommen sind. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Shukra Miss Mayotte. Jaos Mutter ist gekommen, um ihre Tochter auf der Bühne zu sehen. Wir haben das Publikum für uns gewonnen. Ich bin richtig stolz auf mich. Obwohl ich Angst hatte, hatte ich Spaß. Ich bin stolz auf Sie. Richtig stolz. Danke, Mama. Wirklich, ich bin stolz auf Sie. Mach so weiter, meine Tochter. Danke, danke, danke. Für mich ist das künstlerisch und menschlich eine tolle Erfahrung. Diese Begegnung ist super. Es ist toll zu sehen, was Sie auf die Beine gestellt haben. Es ist auch toll zu sehen, wie wichtig es ist, so etwas hier mit diesen Jugendlichen zu machen. Dass wir unseren Beruf ausüben und dabei gleichzeitig so eine menschliche Erfahrung machen können, ich weiß nicht, was es da noch Besseres geben könnte. Das Ziel von Clowns ohne Grenzen ist es, diese Kurse jedes Jahr anzubieten, damit viele Jugendliche das Angebot nutzen können. Das ist ein tolles Projekt mit tollen Jugendlichen. Und ich glaube, das war ein Volltreffer, uns an diese Gruppe von Jugendlichen zu wenden. Die wollten einfach nur zeigen, dass sie wie andere Kinder sind, mit vielen Träumen und Talenten. Sie sagen jetzt schon, dass sie uns vermissen werden. Aber wir werden sie auch vermissen. Insgesamt werden sie 8-mal auftreten, in verschiedenen Regionen der Insel. Ich hatte viel Spaß mit euch. Vielen Dank. Ihr Leben auf Mayotte geht weiter.
hoffentlich in eine bessere Zukunft.